auch. Auf geht's zum Hauptbahnhof. Ein bisschen was essen, weil wir sind richtig fertig. Vor allem dieser Cheng, der ist einfach so ultra müde. Ich sehe so aus, mein Freund. Ja. Unsere Taschen, die wiegen einfach beide so eine Tonne und mein Rücken tut jetzt schon weh. Ich bin damit jetzt gerade irgendwie 10 Minuten gelaufen. Weil wir müssen jeden Tag 8 Stunden damit fahren. Also wir werden sowas von kaputt gehen, aber... Als würde da so ein Container draufstehen auf so einem Skateboard. Longboard, schön. Cheng sagt, der ist die ganze Zeit gesund. Ich schließe mich jetzt dem auch mal an und versuche die ganze Longboard-Tour einfach gesund zu leben. Weil die letzten Tage habe ich mich irgendwie nur von Burgern ernährt. Simon Schwarzfahren ist nicht. Oh. Mann, jetzt halt die Frische. So, wir sind angekommen am Düsseldorfer Flughafen und wir nehmen jetzt den Skytrain. Und zwar direkt nach Sylt. Ich weiß noch, als das letzte Mal... Ich habe ein bisschen Schiss davor, weil ich eigentlich noch nie mit so einem kleinen Flieger geflogen bin und Simon ist halt auch schwer. Lass doch ein Gruppenfoto machen, Felix, check. Ja, schnell, komm. Leicht bewölkt. Wir sind Service Flug und uns. Schönen Tag für Sie und danke für die Aufmerksamkeit. Kein Ding, bitteschön. Tschüss. Ja, der Cheng und ich, wir sitzen jetzt gerade nebeneinander im Flieger. Der Cheng von der Complex, hello. Good afternoon, your captain. Aber ich habe echt Schiss gerade, weil dieser Flieger ist ultra klein. Das ist so ein Propellerflieger. Ja, ja. Schiss. Der Cheng tut wieder so richtig auf mutig. Ey, ich bitte. Den verschwindet heute den ganzen Tag schon. Wer vermisst den Rucksack hier? Ja! Es geht! Wir sind jetzt angekommen in Sylt und wir sind nicht alleine. Hier sind noch ein paar coole Menschen. Da klaut jemand meine Kappe, so ein kleiner Asiate. Ja, ja. Woher kommst du? Aus Philippinen. Happy Birthday to you! Happy Birthday! Alles gut? Ja gut. Wir sind angekommen bei unserem Ferienhaus. Das sieht ungefähr so aus. Warte, ich helfe dir. Los, zieh. Und Licht am Boden. Tschüss, Herr Taxifahrer. Tschüss, danke alle. Ich bleib hier einen Monat jetzt. Nee, das hier ist die Küche. Mach die Tür. Oh mein Gott, diese Betten. Hä? Wenn ich schlafen könnte, das wäre schon fresh. Es gibt nur drei Zimmer. Also, Hilfe. Ich bin echt müde, also ich schlafe. Jetzt könnt ihr bitte raus aus meinem Zimmer. Und mit die Kameras da weg. Nee, du bist ja in meinem Zimmer, weißt du. Das ist mein Zimmer. Hallo. Mein Zimmer? Aus meinem Nein. Zimmer. Au! Hier ist Dena. Ja, hier steht doch Dena. Dena, hier ist dein Zimmer. Das Spiegelzimmer ist hier. Dena, ohne Witz. Hier, das ist ein Bett. Junge, Spaß, es ist wie ein Bett. Und das genießt du jetzt. Genießt das. Oh ja, genießt das, genießt das. Genießt das, denn jede Minute kostet 100 Euro. Ja. So, wir waren eben noch im Hafen und haben ein bisschen was gegessen. Jetzt sitzen wir hier alle im Wohnzimmer und schneiden unsere Vlogs. Beziehungsweise der Simon schneidet hier hinten, weil er ein bisschen Ruhe braucht. Genau, und ja, morgen wird der Cheng ein bisschen den morgigen Tag ausführlicher vloggen. Deswegen schaut auf jeden Fall morgen bei Cheng vorbei. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Morgen geht's erst los, deswegen heute war nur so ein kleiner... Schau mal meine professionelle Kamerafahrt. Und? Dena, du musst zu Flying Pandas kommen. Wir brauchen einen Kameramann. Kann ich hier machen. Kein Ding, okay. Checkt auf jeden Fall auch Dena ab. Nein! Und Cheng. Checkt auf jeden Fall auch den Dena und den Simon ab. Die werden unten in der Description verlinkt. Und ja, bleibt up to date über Facebook, Twitter und Instagram. Wir sehen uns morgen.